Das sieht ja nun wirklich brandgefährlich für Schwarze aus. Und das ist es auch. Man kann das als Schwarzer hier ganz leicht verdatteln und untergehen. Es gibt tatsächlich nur eine Verteidigung, die es zusammenhält. Und du bist dran, du bist Levon Aronian. Dir gegenüber sitzt Vincent Keimer, der gerade auf E6 rausgenommen hat. Und du kannst jetzt zeigen, wie du die schwarze Stellung zusammenhältst. Wir kommen gleich in der Partie zu dieser Stelle. Wir kommen auch zu der Stelle, an der Vincent Keimers Puls auf 124 hochschnellte, weil er dachte, er ist kurz vorm Gewinn. Denn ihr seht ja, er hat Angriff gegen Levon Aronian. Aber Aronian ist halt ein findiger Verteidiger. Der hat hier den besten Zug gefunden. Vielleicht findest du ihn ja auch. Wir kommen gleich dahin. Wir sind beim Freestyle und im Viertelfinal-Match traf Vincent Keimer als Vorrunden-Zweiter auf Levon Aronian, den Vorrunden-Siebter. Und ich habe ja gestern gesagt, nach meiner Einschätzung sollte Keimer leichter Favorit sein. Und wie ein solcher ist er diese Partie auch angegangen. Ihr seht ja, er hat dem guten Levon das Leben ganz schön schwer gemacht. Aber er hat auch dem Levon Aronian die Gelegenheit gegeben zu zeigen, was für ein starker Verteidiger er ist. Und diese erste Matchpartie, heute wird die zweite gespielt, die schauen wir uns natürlich genauer an. Ich habe sie für die Website kommentiert. Den Kommentar von der Website habe ich hier als Basis des Ganzen genommen. Insofern könnt ihr in der Notation ein bisschen mitlesen. Und wir gehen jetzt mal in die Partie. Wenn ihr noch ein bisschen überlegen wollt, was Schwarz hier tun solltet, dann haltet das Video bitte jetzt an. Denn ich springe jetzt an den Anfang. Und die Grundstellung hat zwei Features, die auffallen. Das eine ist, Weiß kann, und beide Seiten können relativ leicht rochieren, denn es muss ja nur der Springer weg und dann kann man 0-0 spielen. Das andere Feature ist der Läufer, der auf der langen Diagonale steht, was beide Seiten verlocken wird, ihre B-Bauern zu bewegen, um den Läufer lang zu machen. Und das werden wir auch beides gleich sehen. C4. Vincent hatte angeregt in der Analyse vor der Partie. Die können ja immer 10 Minuten vor der Partie zusammensitzen und sich die Stellung angucken und ein bisschen drüber nachdenken. Vincent hat hier angelegt, dass auf C4 vielleicht auch B5 ganz gut ist. Aber sie waren dann eigentlich übereingekommen, dass dann C5 relativ stark sein sollte, weil es ja den Springer C8 schon aus der Partie nimmt. Die Maschine ist davon gar nicht so beeindruckt. Anderes Thema. Jedenfalls Levon Aronian sah das wahrscheinlich so ähnlich und spielte insofern C5. Und das sieht englisch aus. Ist es aber nicht, weil das ist Schach 960 und die Figuren auf der Grundreihe stehen anders als in einem Engländer. C4, C5 und jetzt liegen jedenfalls beiderseits schon Hebel in der Luft. Weiß kann jetzt das Ganze mit B4 anhebeln und das tut er auch. Und wenn er das nicht tut, dann steht Schwarz auch bereit seinerseits B5 zu spielen, hier einen Hebel anzusetzen und den Läufer auf der langen Diagonale zu befreien. Insofern hebelt Vincent gleich los. CB, Turm B4, Läufer A5. Und Aronian wird an dieser Stelle ganz froh gewesen sein, denn wenn im 960 ein Läufer auf einem Zentrumsfeld steht, dann ist das häufig problematisch, weil so ein Läufer schwierig in die Partie findet und nicht so gut so Ansatzpunkte, Ziele, Diagonalen, auf denen er wirken kann. Und hier ist jetzt schon im dritten Zug der schwarze Läufer in der Partie und hat hier auch schon so eine nasty Fesselung aufgebaut, mit der auch Aronian direkt arbeiten will. Aronian zeigt hier so seine Kreativität. Er sagte, ich wollte was ganz Originelles machen, denn er hatte sich anders als die anderen alleine auf diese Stellung vorbereitet. Die analysieren alle gemeinsam, aber Levon Aronian saß da mit einem Freund von ihm, der aber kein überragender Schachspieler ist und ihm da nicht helfen kann, und hat sich dann sozusagen alleine das Brett angeguckt, die Stellung auf sich wirken lassen und ein bisschen analysiert. Und dann sagte er in der Geständnisbox vor laufender Kamera, und jetzt wollte ich nicht von vier Leuten overpowered und ausgespielt werden, sondern wollte irgendwas aufs Brett bringen, was die vier sich vorher bestimmt nicht angeguckt hatten, und spielte hier Springer D6, was nicht nur den C4 angreift, sondern was halt auch gleich die Idee verfolgt, hier mit diesem Fesselungsmotiv zu arbeiten und auf den D2 loszugehen. Also ist so eine Art, weiß ich nicht, Aljechin-Verteidigung oder so, so könnte man das sehen. Ne? Er gibt Tempi und bringt direkt seine Figuren ins Spiel, lässt seine Bauern alle stehen. Sehr, 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 sehr zweischneidig, aber ganz konkret drohen hier natürlich schreckliche Sachen. Es droht Springer schlecht D2 und da muss ich schon die Dame opfern, weil halt
Sonst wäre es matt, der König kommt ja nicht raus, Springer schlägt D2 mit Gewinn droht. Aber Weiß hat die ganz schöne Riposte, Springer B3. Hängt, greift den Läufer auf A5 an, der zieht nach B4 und hält die Drohung gegen den D2-Punkt erstmal aufrecht und greift nebenbei auch noch den C5-Bauern an. Ja, und in dieser Stellung, ihr seht es ja an dem hier in Pink eingezeichneten Bedenkzeitverbrauch, hat Vincent über eine Viertelstunde reingesteckt, weil es gab hier schon einiges zu rechnen. Es liegt ein bisschen was in der Luft. Verlockend, sehr, sehr verlockend ist hier der Zug F3. F3, der nicht nur unmittelbar den Springer angreift, sondern der auch schon die Dame die Bahn bereitet. Und hier ist noch ein Ziel für Weiß. Und auf das kann man gleich losgehen. Und es hat Vincent hier auch ausführlich geprüft. Also F3 nimmt den raus. Und dann opferst du hier eine Figur, ein Motiv, das wir ganz häufig schon gesehen haben beim Freestyle-Schach. Und das Fragezeichen von der Maschine ignorieren wir mal. Dann opferst du hier eine Figur und spielst Springer D4. Und jetzt stehen sie schon bereit, auf den entblößten schwarzen König loszugehen. Und das ist auch tatsächlich brandgefährlich. Schwarz hat hier nur einen Zug, das zu kontern. Es hängt ja nebenbei, Springer D4 kommt nebenbei auch noch mit Abzug auf den Läufer, der angegriffen ist. Den muss man decken, wenn man hier A5 spielt. Es reicht wahrscheinlich nicht so ganz. Weiß hat Angriff, hat hier mehrere Fortsetzungen. Dame G3 ist eine von denen. Weiß hat Angriff und Schwarz muss sich sehr, sehr genau verteidigen. Aber es wird in letzter Konsequenz wahrscheinlich nicht ganz reichen. Und das hat Vincent dann am Brett auch letztlich so eingeschätzt und hat dann davon Abstand genommen, obwohl es so verlockend ist. Es gab hier auch noch eine Alternative, statt Springer D4, den Springer direkt ranzubringen, kann man auch hier auch direkt Dame G3 spielen, weil man hier ja diesen Doppelangriff hat mit Dame E5. Nur Schwarz nimmt dann auf G1 einen raus. Wir nehmen den Turm. Schwarz zieht sich zurück. Und dann hat Schwarz zwei Figuren für einen Turm. Und auch wenn Weiß hier noch, ist vielleicht gar nicht mal der beste Zug ist, Weiß hier auch noch einen rausknipsen kann und dann noch einen Bauern mitnimmt. Es bleibt dabei. Schwarz hat zwei Figuren für einen Turm. Und vor allen Dingen Weiß hat gar keine Figuren. Die machen alle keine gute Figur. Der Turm hat zwar die offene Linie, aber beißt hier auf Granit. Das ist kein Ziel und diese Leute, die stehen halt alle unten rum und machen noch nicht so richtig viel und mittelfristig werden hier die zwei Figuren von Schwarz stark wirken und Schwarz sollte hier Vorteil haben. Also auch das, es sieht verlockend aus mit diesem Doppelangriff, aber es führt nicht so richtig zu was. Aber von sowas Schönen, wenn man solche Sachen rechnet, hier Springer D4, da muss man sich dann erstmal lösen und zu dem Schluss kommen, nee, es funktioniert nicht. Es gab auch noch ganz prosaische Sachen zu überlegen. Es hängt ja der Bauer C5 und insofern könnte man den auch einfach decken mit Turm C1, was auch okay wäre. Mit Turm C1. Und aber wahrscheinlich ist hier C schlecht B ganz gut. Ist hier B6 ganz gut, was dann den Läufer befreit und dann sind schon drei Figuren von Schwarz befreit und spielen ordentlich mit und ja, weiß nicht. Schwierig einzuschätzen. Die Maschine findet es leicht besser für Weiß. Also Turm C1 ist spielbar. Vincent hatte noch eine andere Idee. Auch so ein überraschendes Ding. Ne? Und, ist fast erstaunlich, dass er hier nur 15 Minuten reingesteckt hat. Weil A3, wenn du die Idee davon erstmal gesehen hast, ist A3 auch sehr, sehr spannend. Du könntest denken, A3, what? Kann man den nicht einfach wegnehmen? Aber das ist eben die teuflische Falle, die Vincent hier eingebaut hatte. Nee, nehmen tust du den besser nicht. Denn da kommt D3, jetzt ist der D-Bauer entfesselt, greift den Springer an. Der, was soll er machen? Zieht nach C5, weil sonst ist der Läufer eingesperrt auf A3. Aber nach Springer C5, Springer C5, Läufer C5, kommt Dame C3. Wieder mit Doppelangriff. Läufer hängt und es droht matt. Und Schwarz verliert Material und die Partie. Das ist eine der Gemeinheiten, die Vincent hier eingebaut hatte. Insofern, den A3 darf man nicht nehmen. Und Weiß erreicht damit sein Ziel, dann aber diese blöde Fesselung loszuwerden und diesen Druck auf den Punkt D2. Schwarz muss jetzt auf C5 rausnehmen. Weiß bekommt das Läuferpaar. Und er bekommt noch dazu das Zentrum. Und das ist jetzt eine klassische Vincent-Keimer-Stellung. Ne? Er hat das Zentrum, er hat das Läuferpaar und damit hat er einen stabilen, leichten Vorteil. Und das ist ja genau das, was Vincent mag. Der von Aronian spielte hier ein bisschen überraschend D5.
was weiß, natürlich mit E5 beantwortet. Und wir haben jetzt so eine Art französische Struktur. Und mit dem, auch mit dem klassischen französisch Problemkund, nämlich mit dem Weißfeldring Läufer, der hier nicht nur auf einen eigenen Bauern guckt, durch den er nicht kommt, sondern da ist halt noch gleich noch ein zweiter festgelegt auf D5, der dem weißfeldigen Läufer von Schwarz das Leben schwer macht. Also erstaunlich, dass sich Aronian hier drauf einlässt, zumal er hier E6 spielt, was man dann auch wirklich als Ungenauigkeit brandmarken kann. Denn jetzt ist es wirklich ein schwieriger Franzose, den sich Schwarz angehandelt hat. Andererseits ist das, was die Maschine hier vorschlägt, für einen Menschen wahrscheinlich nicht spielbar. Die Maschine sagt, dass in dieser Stellung die beste schwarze Idee ist, sofort dieses Problemkind zu adressieren und den über C6 nach D7 zu überführen. Ganz egal, was Weiß macht. Zum Beispiel schlägt die Maschine, also die Maschine sagt, hier sollst du B6 spielen, bester Zug mit der Idee, als nächstes, egal was kommt, Läufer C6, D7 zu spielen und diesen blöden Läufer zu aktivieren. Weil Weiß dann so die typische französische, oder auch im Karo-Kann ist die auch häufig zu besichtigen, diese typische Einschnürstrategie versucht. 5, spielt man den Läufer nach D7, hängt der F5, deckt man den, spielt Schwarz H5 und kriegt auf diese Weise Gegenspiel. Also mir fällt das schwer zu glauben, dass das alles so okay für Schwarz sein soll, aber die Maschine sagt, das ist spielbar so. Und du musst hier 3 Tempi investieren, um deinen Läufer zu aktivieren und dann hast du diese komische Stellung, wie wir hier sie sehen, und die ist spielbar für Schwarz. Naja, lassen wir das mal so stehen. Levon Aronian spielt hier E6. Und das ist sicher kritisch und auch nicht so toll. Und wir haben jetzt eine Einbahnstraße. Das sagte Levon Aronian auch während der Partie selbst. Die haben ja da diese Confession Booth, diese Geständnisbox, in die die Spieler reingehen können und während der Partie zum Publikum sprechen. Das machte Levon Aronian auch. Und er sagte an dieser Stellung, ja, ich stehe schlecht. Bei mir sind 2 Figuren aus dem Spiel und ich drohe hier in einen Königsangriff zu geraten, denn die können ja alle hier nicht so richtig rüber und helfen und die Weißen werden hier ordentlich Feuer machen, wie wir es ja auch schon ganz am Anfang des Videos gesehen haben. Und ich hoffe, dass ich überlebe, aber ich werde kämpfen und ich habe schon schlechter gestanden als hier, sagte Aronian und mit ganz vergnügt erklärte er, ich stehe schlecht. Also das war lustig mit anzuschauen, denn so sein Minenspiel und seine Art passte überhaupt nicht zu dem, was er sich auf dem Brett eingebrockt hatte. Ja, Vincent, Springer H3, den haben wir häufig gesehen. Wenn ihr das andere Video gesehen habt, Alireza gegen Magnus Carlsen, da wird auch Springer H3 gespielt, wenn auch in einer anderen Konstellation. Auch Abdusatochow gegen Dimitri Renn war Springer H3 ein ganz zentraler Zug. Und hier spielt auch Vincent Springer H3 statt Springer F3, was hier auch spielbar wäre. Springer H3 hat hier eine ganz konkrete Idee. Er will nämlich seinen Turm rüberschwenken. Der soll nach F3 kommen, dann soll der Springer über G5 und dann geht es auf den Punkt F7. Das ist die Idee. Interessant ist, dass Aronian das überhaupt nicht beeindruckend fand. Der sagt, ja, du stehst hier besser, aber mach doch nicht so einen Schmuh mit deinem Turmlift oder so, das bringt nichts. Roch hier einfach und wahrscheinlich im Sinne von, und lass dann hier deine Bauern laufen, 4, versuch F5 durchzudrücken und du stehst besser. Aronian fand das gar nicht so beeindruckend, wahrscheinlich als einziger Mensch der Welt, denn im Stream, Peter Leko fand das sehr, sehr gefährlich und wollte nicht in Aronians Haut stecken. Und Vincent Keimer stellte das aufs Brett und war auch sehr überzeugt davon, dass das gut ist. Das sah man ihm an. B6, Turm F3 und man könnte denken, jetzt droht Springer G5 und es ist schon gar nicht so leicht, eine Verteidigung dagegen zu sehen. Diesen Zug, diesen schwarzen Zug 0-0 zum Beispiel, den möchte man nicht so gerne machen. Dann haben wir hier auf H7 noch ein Problemkind. Kommt die weiße Dame ins Spiel, der Läufer C2 kriegt seine klassische Angriffsdiagonale, dann rennt vielleicht der H-Bauer los. Das ist nicht schön anzusehen. Vincent Keimer dachte, dass er hier richtig am Drücker ist, und das ist er auch. Weiß hat fraglos Initiative und Springer G5 liegt in der Luft. Und umso erstaunlicher ist das, was jetzt passierte. Vincent rechnete hier wahrscheinlich mit Zügen, die vielleicht Springer G5 verhindern, so H6 oder sowas, oder mit Zug, so einem Zug wie Springer G6, der hier so mit den Königsflügeln ein bisschen einbetoniert. Aronian spielte hier
Läufer C6 und kümmerte sich überhaupt nicht darum, dass hier jetzt Springer G5 ankommt. Und das war der Moment, in dem Vincent Keimers Puls auf 124 hochschnellte, weil er dachte, ja, aber jetzt habe ich doch Riesenangriff. Sein Punkt ist, dass nach Springer G5, also ne, nochmal das naheliegende 0-0, ist hier nicht so toll. Ja, es kommt Läufer C2, es kommt H4, im Zweifel taucht hier noch ein zweiter Turm auf der dritten Reihe auf und dann kriegst du wirklich richtig fetten Angriff gegen den schwarzen König. Das ist nicht schön, das kann man so nicht spielen. Der logische Zug ist hier Springer F5, mit dem Vincent auch gerechnet hat, aber da könnte man halt denken, auf Springer F5 hat Weiß doch G4. Und er ist gefesselt, weil hier hängt was. Das hatte Aaron ja natürlich vorhergesehen und zieht hier erstmal das sehr, sehr starke Läufer B5. Das war die Idee von Läufer C6. Mit Läufer B5 stellt er Weiß nämlich vor eine unangenehme Wahl. Wir haben ja eben schon gesehen, dieser Läufer D1, der kann auf der B1-H7-Diagonale ein wichtiger Angreifer werden. Den will man, zumal wenn man Initiative und Angriff hat, will man kein Material tauschen. Insofern will man den nicht so gerne dazwischen stellen. Man will aber auch nicht so gerne den König auf die G-Linie stellen. Wohlgemerkt, König G2 geht überhaupt nicht wegen Springer H4 Schach. Wegen Springer H4 Schach und dann geht schon Material verloren. Also man müsste hier König G1 spielen, aber das will man auch nicht so gerne, weil auf der G-Linie macht vielleicht auch mal einen Turm gute Arbeit, den König wegfahren. Das ist hier eine schwierige Entscheidung, mit der Schwarz erstmal den Weißen vor ein Problem stellt, bevor er sein eigenes Problem löst. Vincent spielt hier den besten Zug, er spielt Läufer E2. Das ist besser als König G1. Dann nehmen wir halt die weißfeldigen Läufer vom Brett und halten potenziell die G-Linie für einen weißen Turm frei. So, und jetzt unverändert. F5 hängt und er kann nicht ziehen, weil dann hängt F7. Insofern ist H6 der einzige Zug. Wahrscheinlich verpasst Vincent hier die etwas kräftigere Fortsetzung. Ich will es nicht beschwören, aber so mit Freund Maschine, der mir über die Schulter sagt, Maschine sagt, spiel hier Springer E6 und nimm dann auf F5 raus. Und dann hast du auf jeden Fall Druck und weiter Angriff. Aber so super überzeugend ist es auch nicht. Natürlich, die Rochade, schwarze Rochade geht dann kaputt. Wir müssen dann König G8 spielen. Hier sehen wir jetzt auch, warum das wichtig für Weiß ist, die G-Linie aufzuhalten. So kriegt man wenigstens einen Angreifer ran. Aber hier ist halt weiter diese Läufergeschichte. Man kriegt die Dame nicht so richtig zum Helfen und Schwarz lebt in dieser Stellung. Trotzdem ist das wahrscheinlich das Beste, was Weiß hier rausholen kann. Vincent spielt es ein bisschen andersrum, was zu so einer ähnlichen Stellung führt. Er spielt G schlecht F, H schlecht G, F schlecht E. Und hier kannst du jetzt mit Schwarz ganz, ganz leicht straucheln. Ihr erinnert euch, das ist die Stellung, die wir am Anfang des Videos gesehen haben und die habe ich euch vorgesetzt, weil hier eine Menge Fallen für Schwarz drin sind. Erstmal naheliegend ist ja, dass man hier rochiert und damit den F7-Bauern deckt. Das Problem ist nur, Rochade verliert sofort. Wenn du hier rochierst, dann kommt der schöne taktische Schuss E7. Und der Turm hängt. Und die Dame kann aber den E7 nicht nehmen, weil dann hängt B5. Und wenn du denkst, ja okay, aber dann tausche ich halt erst auf E2, dann stellst du fest, Pustekuchen, jetzt hängt der A6. Na, wenn du jetzt Dame E7 spielst, dann fällt auf A6 einer um. Weiß hat eine Figur mehr und gewinnt. Also 0-0 geht nicht wegen des wunderbaren E7. Auch wenn du denkst, okay, ich würde den ja gerne mit der Dame nehmen, kann ich nicht sofort machen, weil dann hängt ja wieder B5, also tausche ich erst auf E2. Entschuldigung, auf E2 geht auch nicht, weil nach E2 hängt wieder der A6 und der F7. Weiß gewinnt Material und die Partie. Es gibt nur einen Zug, der die schwarze Stellung hier zusammenhält. Den hat Levon Aronian gefunden. Den hat er auch vorhergesehen. Anders kann man das ja so nicht spielen. Den hat er vorhergesehen und spielt den hier nach 46 Sekunden. Turm B7. Und hier ging Vincent wahrscheinlich langsam auf, dass das gar nicht so leicht ist, Fortsetzungen zu finden und die Initiative am Laufen zu halten. Er spielt den relativ besten Zug, Turm G1, Turm auf die offene Linie. Wir sehen wieder, warum er nicht seinen König nach G1 bewegen wollte, um sich die G-Linie offen zu halten. Mit Druck auf G5.
Und jetzt erst rochiert Schwarz raus und steht erstmal stabil. Weiß fehlen halt die Angreifer. Dieser Knubbel hier, der macht Weiß das Leben schwer. Und was auch nicht schön ist, der Läufer auf A1 ist natürlich eine Leiche. Der ist jetzt viel mehr ein Problemkind als derjenige, als der Läufer auf B5, der es eigentlich sein sollte. Der fühlt sich pudelwohl in diesem Gegenüber mit dem weißfälligen Läufer von Weiß, während das hier ist der Problemläufer. Und noch dazu, wenn wir schon bei den Leichtfiguren sind, ja, der Springer A6 ist aus der Partie, steht nicht gut, aber sein Idealfeld, das ist schon aufgetaucht. Ne, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass der nach E6 geht, den hier blockiert und diesen hier unter Druck setzt dauerhaft, dann ist der Springer plötzlich ein Monster und die viel bessere Leichtfigur als, machen wir einen Rot-Grün jetzt, als der Läufer auf A1. Wenn also Schwarz das hier abwickeln kann in dem Endspiel, in dem ihm der Springer bleibt, der idealerweise auf E6 steht und Weiß nur dieser Läufer, dann kann sich das ganz schnell drehen und plötzlich hat Schwarz ein günstiges Endspiel auf dem Brett. Ja, mit etwas strategischer Weitsicht betrachtet sehen wir, dass Schwarz hier droht, nicht nur zu überleben, sondern mehr als kräftig in die Partie zu kommen. Und dass hier schon am Horizont günstige Konstellationen für Schwarz sichtbar sind. Tja, was eigentlich mit EF7? Ja, EF7 ist schon nicht so gut. Na? Also man kann hier, ich dachte, man nimmt auf F7 und am Ende kriegt man G5 und hat dann wenigstens Bauern mehr. Entschuldigung, das hatte ich vor der Partie gar nicht geprüft und gestern in der Analyse auch nicht, aber dann werden halt sofort alle schwarzen Figuren sehr, sehr aktiv, wohingegen die weißen Schwerfiguren nicht koordiniert sind und Schwarz kriegt sehr, sehr gute Spiele. Ja, auf F7 nehmen ist keine so gute Idee. Und darum spielt halt Vincent Keimer das, was er gespielt hat. Er spielt erstmal E7 und hält das hier auf F geschlossen, gibt jetzt diesen E7 her, kriegt ja den G5 dafür. Und träumt jetzt seinerseits davon, auf der F-Linie Druck zu machen. Darum spielt Aronian an dieser Stelle F6, Turm GF5 und der Springer C7 setzt sich in Bewegung. Der möchte, wir haben es eben schon gesehen, nach E6. Und auf F6, der ist noch gefesselt, ne, beachtet. Hier hängt was, also da kann man noch überhaupt nicht rausnehmen. Weiß muss sich jetzt auch noch entknoten. Ne? Das hier sieht zwar sehr schön druckvoll aus, aber das hier unten, das ist halt noch unkoordiniert und problematisch. Vincent sieht erstmal zu, dass er seinen Läufer ins Spiel bringt. Ne? Hier, da könnte man ja vielleicht Schaden anrichten, insofern ist das eine ganz gute Idee. Schwarz begegnet den mit Springer E6. Und Läufer B4 wäre jetzt nicht so eine richtig gute Idee, weil der Springer E6 guckt halt auf diesen Punkt D4. Und dann könnte er jetzt rausnehmen. Und dann hängt hier Material. Und hier droht auch Ungemach. Und Weiß wäre in einen fürchterlichen Konter gelaufen. Insofern erstmal Läufer B5. Dame B5. Jetzt kann der König auf die G-Linie. Und A5, was den sofort einschränkt, der soll natürlich nicht auf das Feld B4. Und der bleibt jetzt ein schlechter Läufer, aber wir sehen, Schwarz lebt. Andererseits, da hängt ein Bauer. Jetzt kann man nämlich auf F6 nehmen. Aber ob man jetzt wirklich nochmal auf F6 nehmen sollte? Bah! So, die Maschine, die ist da ja eisenhart und sagt, ja, das kann man verteidigen und das hältst du. Der Computer sagt, du kannst ja auf F6 nehmen. Aber der Mensch? Bah! Ja, die weißen Felder. Dieses Motiv liegt in der Luft, die fährt hier rüber. Hier ist vielleicht ein Problem, ne? Turm H7. Da sind plötzlich drei schwarze Figuren im Angriff. Die weißen Felder um den weißen König sind furchtbar entblößt. Als Maschine sagt man, ja, kann ich halten und ich wehre alle Drohungen ab. Als Mensch möchte man das nicht sehen. Also, dass Vincent diesen Bauern hier nicht eingesackt hat, was ja auch objektiv okay ist. Das verstehe ich sehr, sehr gut. Als die Maschine sagt, ja, du kannst den nehmen. Die Maschine sagt, es ist weit davon entfernt zu sagen, du musst den nehmen. Nur das fühlt sich für einen Menschen zu gefährlich an. Und insofern spielt Vincent hier erstmal H3 und macht seinem König hier dieses Luftloch H2, was dann etwas sicherer aussieht. Springer G5, aber der steht natürlich schön da. Ich meine, der lebt, der ist tot. Und wir sind jetzt hier wirklich... Schwarz-Weiß muss hier jetzt wirklich aufpassen,
dass nicht plötzlich Schwarz das Kommando übernimmt. Turm G3, Springer E4, auch das perfekter Vorposten gleiche. Na? Und Dame und Springer sind ja auch häufig viel wirksamer als Dame und Läufer. Weil der Springer ist ja die einzige Figur auf dem Schachbrett, die Sachen machen kann, die die Dame nicht kann. Und das führt dazu, dass Dame und Springer häufig sehr, sehr stark zusammenwirken. Aber gut, Vincent wird ganz froh war sein, ne, dass trotzdem, dass hier jetzt Material vom Brett geht, dass er nicht zu dritt plötzlich über seinen König herfallen. Und den Springer auf E4 will er natürlich nicht stehen lassen, sondern schmeißt den raus. Der wird natürlich nicht diesen schrecklichen Läufer nehmen, sondern der will auf dem Brett bleiben. Aber so ist dann die E-Linie geöffnet und Vincent findet dann seinerseits ein bisschen Spiel und jetzt auch eine Option, seinen Läufer irgendwie ein bisschen wirksamer hinzustellen. Dame D3. Mit Angriff auf den F3 und auf den D4. Der ist gedeckt, ne? Seht ihr? Aber diese beiden hängen jetzt, aber das hatte Vincent natürlich vorher gesehen mit Läufer E3, sind beide gedeckt. Und der weiße Läufer steht ein bisschen aktiver und strahlt jetzt auch hier rüber zum schwarzen König. B5, das ist die schwarze Majorität. Wieder ein neues Ding, wo man aufpassen muss. Es liegt jetzt in der Luft, dass hier einfach ein Freibauer durchläuft. Und Weiß kann das. Ist nicht leicht für Weiß hier Züge zu finden. Also gut, ja, der einzige weiße Zug ist jetzt nicht so schwierig, aber das ist halt tatsächlich auch der einzige, der hier die Partie im Gleichgewicht hält. Ne? Man muss hier H4 spielen und seinerseits am Königsflügel mal ein paar Sachen in die Wege leiten, sozusagen. Gegenspiel. Aber es ist hier jetzt schon Weiß, derjenige, der Gegenspiel sucht und braucht, dass sich das Blatt nicht zugunsten von Schwarz wendet. Levon spielt Dame F5, um H5 zu verhindern. Vincent bringt seinen König ran. Dame G6 fährt den König wieder ins Zentrum. Levon macht Dame H7, greift den H-Bauern an, deckt den Schach, König F2. Und die beiden einigten sich an dieser Stelle auf Remis. Und Vincent kann sich immerhin dafür auf die Schulter klopfen, dass er die Kontrolle behalten hat und dass ihm das Ding nicht entglitten ist, wie es so häufig beim Schach passiert. Du hast Angriff, der Gegner verteidigt sich, dann verlierst du ein bisschen den Faden, der Gegner kommt in die Partie, wird immer aktiver und der normale Gang der Dinge ist, und das habe ich am eigenen Leibe oft genug erfahren, dass sich das Ding dann völlig dreht und du verlierst die Partie. Vincent ist so gut und so stabil, der hat nicht die Kontrolle verloren und obwohl dann irgendwie ein Schwarz drohte, das Kommando zu übernehmen, hat die Kontrolle behalten und er hat dann immer noch den Halben rausgeholt. Aber diese Partie, also so, ich habe ja gestern gesagt, Vincent ist leichter Favorit gegen Levon Aronian. In dieser Partie hat Levon Aronian, der ja wirklich in der Öffnung ein bisschen rumgegurkt und experimentiert hat und hier eigentlich eine klassische Stellung hatte, wie sie Vincent als klassischer Spieler mag, mit seinem Zentrum, mit seinem Läuferpaar, mit diesem leichten anhaltenden Vorteil. Aber wie sich Levon Aronian hier verteidigt hat, vor allen Dingen dann hier dieser Zug, wo Springer G5 in der Luft liegt und wirklich unheimlich gefährlich aussieht und Aronian ignoriert den einfach mit Läufer C6, was tatsächlich auch der beste Zug ist. Das ist das, was die Maschine hier sehen will. Läufer C6 sagt, ignoriere das. Viel wichtiger ist, dass du Läufer B5 vorbereitest und Weiß hier selbst ein Problem macht. Und das spielt er dann und hat dann auch ohne auf eine Engine geguckt zu haben, nach der Partie erklärt er dann auch Vincent, dein ganzer Turm F3, Quatsch, das war alles nix. Rochiere und du stehst ein bisschen besser, dein Angriff war nix. Das so zu einzuschätzen, dass das hier wirklich nicht so richtig gefährlich ist, sondern dass das hält, das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Also eine tolle Verteidigungsleistung von Levon Aronian, der dann hier auch diesen einzigen Zug gefunden hat, den du vielleicht auch gefunden hast. Wenn ja, dann Glückwunsch, wenn nein, dann kannst auch du, Respekt, Levon Aronian, ne, mir hier mit Turm B7 und er ist aus dem Gröbsten raus und droht dann tatsächlich das Ding zu übernehmen. Also starke Partie von Schwarz, natürlich auch eine starke Partie von Vincent Keimer, denn da gehört auch was dazu, wenn dir dein Angriff entglitten ist, dann trotzdem in der Partie zu bleiben. So Menschen neigen dazu, die Partie dann völlig zu verloren. Tolles Ding. Ich bin gespannt auf heute. Heute hat Levon Weiß. Gucken wir mal. Ich würde immer noch behaupten, dass Vincent leichter Favorit ist, aber weiß ich nicht, 55-45 oder so. Und mit Schwarz gegen Levon, das wird sicher keine leichte Aufgabe. Seien wir gespannt. So viel
zum Freestyle-Chess. Ich habe ja noch ein anderes Video dazu online, ihr habt es vielleicht gesehen. Firuscha gegen Carlsen, auch das eine tolle Partie. Ich kann sie euch nur ins Herz legen und ich nehme an, morgen kommen mehr, weil ich wache hier morgens immer auf und habe dann hier kommentierte Partien für die Website und es liegt nahe, dass ich dann daraus Videos mache. Ich hoffe, das hat euch so gut gefallen wie mir. Ich hoffe auch, euch gefällt das Freestyle so toll wie mir. Also ich bin hin und weg und bin begeistert, nicht nur von der Präsentation, sondern auch von der Klasse des Schachs. Erstaunlicherweise finde ich die Eröffnungsphase immer das Interessanteste, weil da halt Sachen sind, die du noch nie gesehen hast. Du kannst da von Anfang an ein bisschen erforschen und schon die ersten, zweiten, dritten Züge sind spannend. Also ich finde das geil und freue mich darauf, dass das jetzt noch 5 Tage weitergeht und würde mich auch freuen, wenn ich euch da so ein bisschen mitreißen und mitnehmen kann. Also bis sehr bald auf diesem Kanal. Macht es gut. Viel Spaß heute beim Freestyle. Ade.